Am 12. Juni 1924 wurde Deutsch als zweite Amtssprache und als Unterrichtssprache in den Schulen eingeführt. In dieser Zeit begann in rasantem Tempo die Entwicklung des öffentlichen Bildungswesens unter den Wolgadeutschen und die Gründung des Staatsverlags der Wolgadeutschen ASSR. Jeder Mensch braucht ein Stückchen Himmel. Zum Beispiel ein paar Blumen im Januar oder bei Nacht einen Morgenschimmer oder einen Sternenfern sogar. Der eine wünscht sich ein lichtes Aquarium mit flinken Goldfischen hinterm Glas, der andere schwärmt für Antiquarien, der dritte findet einen Versen Spaß. Jede Frau hätte ein Baby gerne, noch lange leben möchte ein Greis. Das sind kleine irdische Sterne, Hoffnungsstrahle unseres Seins. Die Menschheit braucht den ganzen Himmel mit allen Sternen im Weltenall. Sie will nicht auf ihrem Planeten verkümmern, auf ihre vertraute Erbenball. Es ist noch nicht alles in Ordnung auf Erde. Wozu braucht man ein außerirdisches Glück? Eines Tages könnte gemütlich werden. Diese Welt unser gutes und böses Geschicht. Doch wir öffnen die Tür in Sternengeflimmer. Mit dem rauen raketenscharfen Knall. Ein einzelner Mensch braucht nur ein Stückchen Himmel. Alle Menschen brauchen das ganze All.